Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush. Wie ihr schon links sehen könnt, haben wir heute eine magische Truhe zum Öffnen. Doch bevor wir diese öffnen, öffnen wir mal erstmal ein paar Gratiskisten und dann starten wir mal in einen Kampf. Und ja Leute, so noch die zweite Gratiskiste. Ist irgendwas Cooles dabei? Nö. So, und jetzt in die Schlacht. Wir spielen heute eines der Top-Decks, die es momentan so gibt. Und ja, wieder mal Dankeschön fürs Einschalten. Und falls dir das Video gefällt, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Ja, das Deck hier hat nicht viele Einheiten, die man spielen kann. Es besteht hauptsächlich aus Zaubern. Und ja, eines der wesentlichen Elemente bei diesem Deck ist die schwarze Hexe. Und ja, das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. So, wir heilen uns hier nochmal mit einem Extra-Kristall rauf. Wir haben jetzt zwar zwei Pfeile, aber diesen Krieger lassen wir hier mal, ja, ran an unsere Burg hier. Mit dem Skelettschwarm können wir den locker killen. Und ja, die Superhupe habe ich schon öfter dagegen gespielt. Und ich habe auch den Katapult letztens gezogen und ich glaube, heute wird noch ein Video über den Katapult kommen. Ich bin schon richtig gespannt, gegen den mit dem zu spielen, denn ich habe ja letztens gegen den schon öfter gespielt. Und ja, da habe ich sehr, sehr, sehr oft dagegen, ja, wie soll ich sagen, verloren. Also immer, wenn ich gegen einen Katapult gespielt habe, habe ich verloren. Und jo, das möchte ich heute dann nochmal ausprobieren, ob die Gegner dann gegen mich auch verlieren, wenn ich den Katapult spiele. Ich glaube, es ist eine gute Ergänzung für mein Rush-Deck, das Ganze. Und das werden wir heute natürlich noch ausprobieren. Also, beim zweiten Video unbedingt einschalten. Heute jetzt, also jetzt die magische Kiste dann dran. So, hier mal den schwarzen Ritter aus... nicht den schwarzen Ritter, den Skelettkönig. Und wir spielen auch gleich mal eine Erscheinung, die ja gar nicht mal so klein wird. So, hier freezen wir mal das Ganze, damit wir keine Probleme haben. Und dann den Blitz auf die Bogenschützenkönigin. Hier eine Bombe auf den Skelettschwarm. Und easy, Leute, easy. Hier können wir... Ja, da machen wir nichts. Setzen wir oben einen Skelettkönig. Und wir können mal Schaden an den Tower machen. Eigentlich ist hier das Deck so vorgesehen, dass man, falls der Gegner was Starkes spielt, man die schwarze Hexe einsetzt. Und das dann erledigt damit. Aber momentan ist das nicht der Fall. Deswegen schmeiße ich sie noch nicht raus, Leute. So, jetzt mal die Bombe und da hat der Gegner den Mage. Ja, dann machen wir mal nichts dagegen. So, jetzt, ja, machen wir was gegen den Mage. Sonst sind meine Skelette weg. Und hier mal die Erscheinung setzen, die ja gar nicht mal so klein wird, Leute. Plus 11 Erscheinung. Kann sich sehen lassen. Und wahrscheinlich werden wir dieses Match auch ohne den Trick mit der schwarzen Hexe. Ja, da haben wir sogar zwei schwarze Hexe. Hier mal ein Freeze auf die Bogenschützenkönigin. Auch die Bombe des Gegners kann mir hier nichts anmachen. So, und da ist sie weg. Meine Erscheinung. Yep, wir haben gewonnen gegen die Superhupe. Ziemlich, ziemlich nice Deck, Leute. Ich zeige es euch gleich mal, wie es aussieht. So, hier haben wir das Deck. Und ja, mir gefällt das eigentlich richtig gut. Ich habe das Deck ja schon mal gespielt, aber da hatte ich keine Bombe noch. Die Bombe ist aber jetzt sehr, sehr wichtig, finde ich. Denn wenn man jetzt die schwarze Hexe einsetzt und der starke Gegner noch nicht vorne ist, dass man mit den Pfeilen zerstören kann, dann kann man einfach die Bombe draufhauen. Und das ist schon richtig, richtig nice, Leute. So, und jetzt werden wir mal die magische Kiste öffnen. Ich hoffe natürlich, dass eine Legendary drinnen ist. Aber das sehen wir gleich. Nein, keine Legendary. Aber was haben wir sonst noch drinnen? So, 52 mal den Zwerg. So, da brauchen wir noch einen, damit wir den upgraden können. Was haben wir als seltene Karte? 14 mal das Inferno. Das können wir endlich upgraden. Und was haben wir noch? 3 mal den schwarzen Ritter. Eieiei. Können wir jetzt nicht, ja, upgraden. Da fehlt uns noch einer. Und Leute, schauen wir mal in den Shop. Und ich habe schon wieder eine legendäre Karte im Shop. Ich verstehe es nicht. Ich habe fast jetzt jeden Tag eine legendäre Karte. Und ja, jetzt habe ich die schwarze Hexe. Ich brauche sie nicht. Ich kann sie auch mir nicht leisten. Also starten wir gleich nochmal in die Schlacht. Gegen Romy. So, ich habe jetzt schon wieder mal sehr, sehr viele Pokale, muss ich sagen. War ja zwischenzeitlich schon wieder auf 2500 unten. Aber jetzt läuft's wieder. So, die Bombe haben wir hier gezogen. Falls der Gegner Skelettschwärme oder sonst was spielt, können wir das easy jetzt aus dem Weg räumen. So, was bekomme ich als nächstes? Eieiei. Mir wäre jetzt lieber gewesen, irgendwas in der Richtung Extra-Kristall oder so. Aber egal. Spielen wir mal so. Ja. Einfach mal hier den Skelettschwarm und dann werden wir... Oi. Lieber Gegner, das gefällt mir gar nicht, was du hier so machst. Ja, egal, lassen wir hier mal den Gegner zu mir kommen. So, hier mal das. So, und jetzt warten wir, bis das alles hier mal im Pfeileradius ist. Und dann können wir die hoffentlich alle auslöschen. So, rauf mit den Pfeilen und da ist schon alles weg. Wir haben wirklich keine guten Karten, denn Skelettkönig können wir auch noch nicht spielen. Bitte extra Kristall, bitte einen extra Kristall, komm schon. Nein, ein Freeze-Zauber, Leute. Oh, und da spielt der Gegner dann auch noch. Ja, hauen wir mal eine Bombe raus.
Und sonst, ja, können wir nicht viel machen. Ach komm schon, gib mir einen extra Gestalt. Wir können noch immer keinen Skelettkönig spielen. Das wird jetzt tricky. Das wird jetzt wirklich tricky, Leute. Da werde ich jetzt einen Freeze-Zauber rausschmeißen müssen. Und vorher noch natürlich den Skelettkönig. So, aber jetzt endlich mal. Eieiei, da hat der Gegner einfach mal. Ei. Doch, wir haben zum Glück noch einen Skelettkönig. Von diesem Glück weiß der Gegner ja gar nichts noch. Und jetzt auch noch gleich mal eine Erscheinung. Ah, da hat der Gegner gut mit dem Pfeilen noch gekontert. Leider keine Wiederbelebung in diesem Deck. Schade. So, jetzt mal wieder. Oh, come on. Aber meine Erscheinung kann das nichts ausmachen. Oi, 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 oi. Da spielen wir gleich nochmal den Skelettkönig. Vielleicht können wir noch die Erscheinung spielen, bevor der Gegner die Pfeile hat. Komm. Nein. Das war jetzt... Ah, ja. Aber das hat... Nein, hat nicht mehr gezählt. So, der schwarze Ritter ist jetzt mal Geschichte. Wir heilen mal unsere Burg und dann auch noch mit dem Extra-Kristall doppelt. Und jetzt hier einen Blitz drauf. Und da ist auch das Schlammelement da. Geschichte. So, das sollte jetzt kein Problem sein. Ja, da ist er weg. Aber jetzt haben wir, glaube ich, etwas Probleme hier. So, und da, das Inferno. Nein, da, der Gegner schneller. Dann probieren wir. Ja, jetzt ist es egal. Wir könnten das Ganze gleich nochmal probieren. Aber da warten wir... Nein, das geht sich nicht aus. So. Yep, jetzt geht es sich aus. So, da Gegner, hast du keine Chance gehabt. Mal die Bombe rauf. Und was macht, bringt uns der Extra-Kristall? Komm, Skelettschwamm. Yep, da haben wir einen Skelettschwamm. Ich hoffe, der Gegner hat jetzt nichts Starkes mehr. Wir freezen hier mal. Nein, 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 nein. Was? Der Gegner ist jetzt richtig, richtig stark. Ja, mit dem Blitz können wir wenigstens das Schlammelement da hier auslöschen. Falls wir in die Overtime gehen, haben wir jetzt eigentlich gute Chancen, muss ich sagen. So, mal hier. Oh, aber plus 10. Kann sich sehen lassen. Jetzt mal den Freeze. Und dann schauen wir mal, was sich hier ausgeht. Nein, der Gegner blitzt mich hier einfach weg. Was soll das? Oh. Gegner, du bist sehr, sehr nervig, muss ich schon sagen. Ich hoffe, das weiß er auch. So, mal hier das Inferno rauf. Und dann vielleicht auch noch die Bombe. Und noch die Pfeile. Ist der schwarze Ritter endlich weg? Ja, da ist er weg. Wir sind wenigstens an der Burg des Gegners angelangt. Und wir können hier wenigstens eine +7-Erscheinung spielen. Gar nicht, not bad, sage ich hier, Leute. Not bad. Und wir können wenigstens, ja komm, freeze auf das hier. Oi, oi, oi. Wir haben zum Glück die Pfeile jetzt auf der Hand. Und können hier den Push des Gegners eigentlich locker unterbinden. So, hier. Ja, die Bombe heben wir uns auf. Für das hier zum Beispiel. Denn das dauert. So, jetzt mal erst die Pfeile rauf. Und jetzt sind wir eigentlich in einer guten Lage, um das Ganze hier zu gewinnen. Denn der Gegner verliert gleich wie ich. Eieiei, doch der schmeckt mir gar nicht. So, jetzt erstmal den hier. Ich hoffe, der Gegner hat... So, Leute, jetzt wird es Zeit. Ja, da konnten wir jetzt alles unterbinden. Und ich glaube, das war der Sieg. Denn wenn der Gegner jetzt auch was spielt, es geht sich nicht aus, dass das Ding auf meine Seite rüberkommt. Deswegen, ja, da haben wir gewonnen. Hat der Gegner verloren. Romy aus Deutschland, gutes Spiel. Sehr, sehr spannend gewesen. Sehr, sehr spannend, Leute. Wir bekommen eine Silberkiste. Und ja, hier im Shop kann ich euch ja zeigen, die legendäre Karte, die schwarze Hexe. Aber ich kann es mir nicht leisten. So, und ich würde sagen, wir starten noch in ein Match. Los geht's. Ja, ich habe keine Kistenslot mehr frei, aber ich kann mir auch nichts Neues hier leisten. Also, dass ich mir eine Kiste öffnen. Marco, wir spielen mal gegen dich. Marco C91. So, den Skelettschwamm locker mit einer Bombe oder sonst was. Wir warten hier einfach mal ab, falls der Gegner... Ja, seht ihr, Leute, da zahlt es sich dann mehr aus, gleich mal die Pfeile drauf zu hauen. Und der Gegner spielt nicht mal versetzt. Komm, da bekomme ich ja fast keinen Schaden. Eieiei, da hätten wir den Krieger noch abwarten können. Aber egal, Skelettschwamm drauf und zwei Hits und da ist er auch weg. So, das Gegner spielt wahrscheinlich ein Rush-Deck. Das sollte jetzt kein Problem für mich sein, da hier gegen zu gewinnen. Blitz auf den Nahen. Denn der Ork-Krieger wird von meinem Skelettschwamm hier easy zerstört. Come on. Gegen die Piratin, ja, das ist schwierig jetzt. Doch wir heilen uns hier einfach mal rauf. Die Piratin sollte kein Problem sein. Oi, oi, wir können gleich den Skelettkönig spielen, was wir auch machen werden. Aber zuerst werden wir hier die Piratin auslöschen, damit hier die keine Skelette von uns wegnimmt. So, hier will ich auch keine Skelette verlieren, deswegen das hier drauf, Leute.
Komm, freeze! Nein, geht sich nicht aus. Geht sich leider nicht aus. Aber mit dieser Erscheinung sollte es kein Problem sein, den Flaschengeist mal hier zu zerstören. Gegner spielt ein Rush-Deck, wie gesagt. Aber momentan sieht es easy für mich aus. Das kann sie zu gewinnen, Leute. Ja, okay. Da eine Bombe auf den Narren. Und da sollte er weg sein. Jupp. Komm, Inferno. Blitz und weg ist er. So, wir machen mal endlich Schaden an die Burg des Gegners. Wurde auch Zeit. Wurde wirklich Zeit. Und da weint der Gegner schon. Oje, Gegner. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wie es dir geht. Wow, und da gewinnen wir. Kann es sein, noch ein Spiel mit diesem Deck? Dieses Deck finde ich ja eigentlich richtig, richtig nice. So, plus 15 Erscheinung. Ja, da hat der Gegner schon geschrieben. Gutes Spiel. Gut gemacht. Gutes Spiel, Gegner. Sehr, sehr nice. Wow. Siegesserie. Sehr, sehr spannendes Gameplay, was ich heute euch hier liefern kann. Und wir sind fast auf den 2800 Pokalen. Und ja, hiermit möchte ich auch dieses Video beenden. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Wie gesagt, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ciao, Leute.